Paulo Coelho aus der Reihe tanzen. Der Meister sagt, heute wäre ein guter Tag, um etwas Außergewöhnliches zu tun. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, auf der Straße zu tanzen, einem oder einer Unbekannten in die Augen zu schauen und von Liebe auf den ersten Blick zu sprechen. Der Chefin, dem Chef gegenüber, eine Idee vorzubringen, mit der wir uns vielleicht lächerlich machen, an die wir jedoch ganz fest glauben. Ein Instrument zu kaufen, das wir schon immer spielen wollten, aber nicht wagten. Die KriegerInnen des Lichts gestehen sich solche Tage zu. Wir können den Tag auch dazu benutzen, um alte Wunden zu lecken, die immer noch wehtun. Wir können jemanden anrufen, den nie wieder anzurufen, wir uns geschworen haben, obwohl wir uns über eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter riesig gefreut hätten. Heute könnte ein Tag sein, der nicht ins Pensum passt, das wir jeden Morgen aufsetzen. Heute ist jeder Fehler erlaubt und verziehen. Heute ist ein Tag der Lebensfreude.